auf welche Zweitliga-Partien haben Sie selber Geld gesetzt, die manipuliert waren? Also auf eine ganz sicher, das war das Spiel Augsburg gegen VfL Osnabrück. Da habe ich selber die Platzierung gemacht von den Wetten. Ich habe so 200.000, habe ich selber darauf gewettet. Für einen Mittäter von mir, also ich habe die Summe für ihn gesetzt, weil er nicht den Zugang hatte zum asiatischen Wettmarkt. Und dann habe ich noch stationär gewettet und er natürlich auch. Jetzt hatten Sie ja auch viel Kontakt zu Fußballprofis. Richtig. Wie war das? War das einfach, mit denen in Kontakt zu treten? Oder wurden die vorgewarnt von Ihren Clubs? Wie hat sich die Situation damals für Sie dargestellt mit Kontakt zu Fußballprofis? Ja, eigentlich ganz einfach, weil das sind ja auch nur Menschen. Ich meine, er ist Fußballprofi, okay, aber er ist ja auch nur ein Mensch. Und ein Fußballprofi zockt genauso oder geht fort genauso wie jeder normale Mensch auch. Das meint man vielleicht immer, ja, das sind Fußballprofis, die sind heilig oder sonst noch was. Nee, das sind noch ganz normale Menschen, das sind gar mit ihren Schwächen. Ein Chinese, ein Asiate hat zu mir, so im Jahr 2007, 2008 in Rotterdam haben wir damals gegessen zusammen und da hat er zu mir gesagt, was du nicht mit Geld kaufen kannst, kannst du mit mehr Geld kaufen. Das heißt, wenn jemand schon zockt, wenn jemand schon verzockt ist, dann ist es ja eigentlich nur eine Frage des Geldes, wann er sagt ja. Jetzt hat man ja immer so den Eindruck, als wenn Fußballprofis viel Geld verdienen, auch Spieler, die in der zweiten Bundesliga spielen. Wie stellt sich die Realität dar? Aber die Realität ist doch so, es ist doch nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst. Es ist wichtig, wie du mit dem Geld umgehst. Wenn ich eine teure Freundin habe, wenn ich einen teuren Schmuck trage, wenn ich ein teures Auto fahre, die Freundin will auch einen gewissen Standard haben, wenn sie schon zusammen mit einem Fußballprofi ist, dann wie viel muss ich denn verdienen im Monat, dass mir das genug ist? Spielt doch keine Rolle, ob du 50 oder 100.000 verdienst. Es ist ja die Frage, wie viel gebe ich aus? Also demnach, danach zu urteilen, ob jetzt jemand eine Million im Jahr verdient und zu sagen, der ist ja nicht bestechbar, das ist doch ein Quatsch. Wie leicht wäre das heute noch, Spiele? Genauso wie früher. Genauso wie früher. Vor allem, wenn jemand so ermittelt, zum Beispiel, oder wenn die Leute so aus meiner Sicht schwach aufgeklärt sind, die ganzen Spieler, die ganzen Schiedsrichter, aus meiner Sicht sind die alle schwach aufgeklärt. Es ist doch genauso einfach wie früher. Es hat sich doch nichts geändert. Wir haben unsere Strafen abgehockt, also ich zumindest habe meine Strafe abgehockt. Und wenn ich das machen möchte, dann wäre es heutzutage genauso einfach wie früher. Es geht ja immer nur eigentlich darum, wie kriege ich den Kontakt nach Asien, dass ich in Asien meine Wetten platzieren kann. Das ist der wichtigste Punkt. Die Platzierung der Wetten in Asien. Spieler, Fußballspieler gibt es doch wie Sand am Meer. Irgendwo beißt schon einer an, wenn man das will. Ja, das ist ja kein Problem. Da geht man in ein paar Spielcasinos, da geht man in ein paar Spielhallen, da geht man in ein paar Wettbüros, trommelt das alles ein bisschen ab und dann hat man schon seine, die Kundschaft ist da. Die Kundschaft ist da. Sobald jemand, es langt auch, wenn er ein Casino Roulette spielt oder Blackjack spielt, wenn ich sehe, okay, das ist ein Fußballprofi, ja, irgendwann mal wird er doch eh verlieren. Der kann ja auf Dauer eh nicht gewinnen im Casino, also der wird irgendwann mal verlieren und dann ist er praktisch ein potenzielles Opfer. Ganz einfach, weil ihm fehlt das Geld. So, und wenn man jetzt, wenn du jetzt rüberkommst und der Spieler hat Vertrauen in dich, dann ist ja die Manipulation die kleinste Sache.